Situation ist noch nicht so, dass wir damit zufrieden sein können. Wir sehen ja jeden Tag die Bilder aus Griechenland. Wir müssen, wenn ich sage, wir müssen zu dem System von Schengen wieder zurückkommen, dann bedeutet das, dass Griechenland natürlich auch die Grenzen schützen muss. Es geht nicht nur darum, die griechisch-mazedonische Grenze von der mazedonischen Seite aus zu schützen. Und darüber müssen wir sprechen, damit wir nicht lauter neue Routen der Fluchtbewegungen bekommen und weitere Instabilisierungen. Deshalb habe ich immer wieder gesagt, es hilft nicht, wenn wir einseitige Beschlüsse fassen oder einige Beschlüsse fassen, sondern wir müssen alle 28 zusammen Beschlüsse fassen, damit wir genau sehen, was bedeutet das für jedes Mitgliedsland der Europäischen Union und gegebenenfalls auch für die Länder, die nicht zur Europäischen Union gehören, aber auf einer potenziellen Route liegen.